mal den erledigt. Das ist ziemlich gut. Bei dem müssen wir eben wieder aufpassen. Hat mich doch erwischt. Zeiten, Trank zu trinken. Gut, die Tür ist verschlossen, da kommen wir also nicht durch. Und hier haben wir wieder so einen. Schönerweise regeneriert sich mein Mana mittlerweile, das ist ganz gut. Shit. Natürlich wieder mal doof. Ich nehme noch mal an, dass ich jetzt wieder warten muss, bis ich genug Mana habe für mein Schattenabbild. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es tatsächlich funktioniert ohne diesen finalen Schlag. Wenn er sich nicht bewegen würde, wäre das Ganze kein Problem. Funktioniert. Ja, ist gut. Ich bin ja schon auf dem Weg weg. Oder der geheime Schlag hat gesessen. Das freut mich. Jetzt würde ich nur gern wissen. Da war doch noch diese eine Treppe. Da komme ich wahrscheinlich später noch hin. Den Kerl zweimal aufstehen zu lassen. Okay, damit kann ich leben. Ich würde gerne vorher mal nach oben gehen. Wieso nicht? Das Feuer, was der entzünden wollte. Ich doch mal an. Komisch, dass der mich noch nicht. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay. Komme ich von hier aus rein? Nein. Nee, oder? Nö. Überhaupt nicht. Ah, doch, da ist eine Treppe.
dafür auch mal das Signal. Wow, shit, 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 shit. Irgendwo letzter Ausweg, ein Kurzschwert. Okay. Ein Kurzschwert, also. Ach was, sicher ist sicher. Vor mir hier. Noch so einer begegnet. Mittlerweile reicht's, um sie umzubringen. Das hat es ja das letzte Mal, wo ich einen so erwischt habe, nicht getan. Ja. Gut. Auch nicht weiter dramatisch. Komm, jetzt leichte Rüstung. Drachenschild, Drachenschild, Trank. Leere Flasche, okay. Das ist nicht schlecht. Noch eine Flasche dazu. Wäre ich dann wieder bei 8 Tränken. Wenn sich das denn dann halten würde. Oh. Alles klar. Der ist echt total. Der ist total kaputt gewesen, der Kerl. Jetzt beginnt wieder das Trauerspielchen. Dass ich die nicht besiegen kann. So, jetzt. Mit einem Schild hätte ich den jetzt locker noch bekommen. Also mit einem Schild und einer schweren Waffe könnte ich den locker aus der Reserve locken. Immer schön Schild hoch und dann hochgezimmert, bis er sein Leben verloren hat. Wenn ich das bessere Schild habe, was allen Schaden abfängt, ist das kein Problem. Erstmal so eins finden. Na gut. Das Signalfeuer ist entzündet. Bleibt. Oh, die Tür wird von der anderen Seite. Dann bleibt mir ja wirklich nur noch das, so, dass ich hier lang gehe. Und da wartet der Friedhofsboss-Gegner auf mich. Irgendwo da hinten, da glüht es doch so schön rot. Das wird mein nächster Wiedereinstiegspunkt. Der mag's wohl eher direkt, was das angeht. Oh nein, ich hätte ausweichen müssen. Scheibenkleister. So, wir haben doch
So, ein paar schöne Geisterruf. Dann muss ich nicht den ganzen Weg gehen. Wieso sind denn jetzt zwei auf einmal hier? Wieso waren das denn gerade eben zwei? Merkwürdig, dass der mich bemerkt hat. Schon wieder. Vielleicht habe ich auch einfach zu kurz gedrückt gehalten. Kann ich davon ausgehen? Nein, kann ich nicht. Doch jetzt. Tatsächlich die Lösung für so vieles ist. Den da hinten kriege ich auf keinen Fall klein. Nein, verdammte. Was zur Hölle sollte das denn jetzt? Die Mana-Tränke kommen nicht mehr ganz hinterher. Eigentlich ein bisschen schade. Aber gut. Wenn es so ist, dass die nicht hinterherkommen, was soll man machen? Muss ich halt irgendwann zwei Stück trinken, um mein Leben aufzufüllen. Okay. Hammer soweit. Fürs Erste. Was zum? Ich dachte, den hätte ich gemacht. Wenn man immer wieder dasselbe macht. In Dark Souls war das ja auch so. Wenn du immer wieder dasselbe machst und dabei deine Seele eben nicht aus den Augen verlierst oder immer wieder eingesammelt bekommst, dann ist man ja auch immer wieder mal ein Level hochgekommen, ohne dass es eigentlich
eigentlich möglich gewesen wäre. Jetzt muss ich deswegen noch einen Mana-Trank trinken. Einen Lebenstrank. Mana. Schön. Gut, mein Geist kann ich auch wieder beschwören. Hoffentlich bleibt er lang genug bestehen. Den anderen kriege ich. Bei dem muss ich jetzt allerdings gucken. Na gut, mein Geist besteht noch einen ganzen Moment. Dachte ich zumindest. Auch nicht. Oh Mann. Mittlerweile habe ich ja schon einiges. Zusammen an Erfahrung. Da wäre es ja jetzt schade. Das Ganze jetzt wegen einem kleinen Fehler da flöten geht. Schön, holen wir uns unsere Seele zurück. Oder Erfahrungspunkte, warum auch immer. Ja, tatsächlich doch noch erwischt. Das ist natürlich die Frage. Da müssen wir jetzt gucken. Mal ich den nicht. Ist ja gut. Ich muss weg, das ist mir klar. Methode geht also definitiv eher schwer. Und das ist relativ gefährlich, was ich da gerade gemacht habe. Hätte ich wieder drauf gehen können. Na ja, gut.